Ich bin Detective Bruce Kenner. Sie sagen mir erstmal, warum Sie hier sind. Weil ich es getan habe. Bereits beim Schreiben des Drehbuchs hatte ich die Schauspieler vor Augen. Mit ihrer Hilfe erzählen wir die beängstigende Geschichte. Es geht um einen Detective, der in einem mysteriösen Fall ermitteln muss. Ein junges Mädchen wurde missbraucht. Hör zu, es ist wirklich überaus wichtig, dass du uns alles erzählst. Dein Vater hat was von einem Ritual gesagt. Dann töten die mich. Meine Rolle ist ziemlich komplex. Es ist eine Herausforderung, so etwas zu spielen. Ihr Vater ist Alkoholiker und sie wurde als Kind vernachlässigt. Dieser Fall stellt Detective Kenner vor eine Herausforderung. Bei diesem Fall habe ich das Gefühl, es steckt weitaus mehr dahinter. Es war großartig, mit David Thewlis und Luther Bluteau zu arbeiten. Es gibt in dieser Geschichte zwei Sichtweisen, die des Verstandes und die des Glaubens. Es ist wie ein Schachspiel. Es war, als hätte Gott zu mir gesprochen. Ich bevorzuge das, Intuition zu nennen, Reverend. Rains ist ein Therapeut, ein Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt, verdrängte Erinnerungen wieder hervorzuholen. Er soll die Ermittlung unterstützen. John, lassen Sie das Pendel Ihren Kopf freimachen. Sehen Sie dahinter. Durch die Regressionstherapie erinnert er sich plötzlich wieder an das, was seine Tochter ihm vorwirft. Er ist gefangen in sehr tragischen Umständen. Nach einer Weile hörte ich ein Klopfen. Es war meine Großmutter, genauso angezogen. Sie brachte mich nach unten. Es war eine schwarze Messe. Alle Figuren des Films stehen irgendwie miteinander in Verbindung. Alejandro ist ein großartiger Regisseur. Man fühlt sich bei der Arbeit mit ihm sehr sicher. Wir hatten im Vorfeld 3 Wochen Proben mit Alejandro, um gemeinsam genau herauszuarbeiten, wie die Schicksale aller Figuren miteinander verwoben sind und um gemeinsam die Geschichte zu erarbeiten. Regression handelt davon, wie komplex unser Verstand funktioniert. Eine echte Achterbahnfahrt. Eine Erforschung unserer Ängste. Hinter dem Pendel, was siehst du da? Alle tragen schwarze Gewänder. Es ist eine schwarze Messe. Jetzt wird man sie auch töten. Hast du eine Ahnung, womit wir es hier zu tun haben?